Heyo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Edien und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Speedbit-Folge von meinem Village Zoo. Da heute das neue Asien-DLC herausgekommen ist, habe ich mich dazu entschieden, den Babirusa in den Zoo zu integrieren. Ursprünglich war ja ein anderes Tier geplant, doch dieser Eber passt perfekt in das Tropenhaus. Doch viel mehr direkt nach meinem kurzen Intro. Viel Spaß! So, meine lieben Freunde, heute ist der 30. März. Das bedeutet, Frontier hat das neue DLC herausgebracht, das Südostasien, ich glaube, so heißt es natürlich, einschließlich 8 neuen Tierarten. Darunter ist ja aus meiner Sicht nicht wirklich 8 neue Tierarten, sondern eher so schon vorhandene Modelle, die man halt ein bisschen verändert hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Tiere, die dort mit eingebunden worden sind, relativ cool. Weshalb ich mich hier auf jeden Fall erst einmal für diesen Babirusa entschieden habe. Ich finde diesen Namen irgendwie komisch, weshalb ich den lieber Hirscheber nenne. Grob übersetzt ist es ja auch ein Hirscheber, weil bei einigen Zoos, zum Beispiel in der Wilhelma, gibt es diese Tiere ja natürlich auch. Und dort werden sie allgemein als Hirscheber bezeichnet, statt Babirusa. Natürlich, wahrscheinlich im Kleingedruckten steht es so drin. Aber wie gesagt, die meisten nennen den, soviel ich weiß, einfach Hirscheber. Und so nenne ich den natürlich auch in diesem Spiel, weil dieses Babirusa finde ich ein bisschen, okay, teilweise habe ich manchmal einen Zungenbrecher drin, weshalb das ein bisschen blöde ist. So, ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, das Reptilienhaus ja in ein Tropenhaus zu ändern. Das bedeutet, ich habe hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet vor dem DLC. Da habe ich mir das Zwergflusspferd als Vorlage genommen, weil ich dachte, das Schweinchen wird nicht unbedingt größer sein als dieses Tier. Ich habe mich leider geirrt. Der Zwergflusspferd ist allgemein noch ein Ticken größer als das Schwein. Aber nichtsdestotrotz war das gut als Vorlage für das Gehege. Und dann habe ich das ja quasi auch so genutzt. Und auch schon mal nach und nach angefangen, das Gehege zu gestalten. So, natürlich ist ja heute das DLC rausgekommen und dann musste ich natürlich ich habe auf jeden Fall noch weiterhin dran rumgewerkelt, um auch das Gehege so gut wie möglich zu gestalten. Natürlich haben sie innerhalb von einer Minute schon ihr erstes Jungtier bekommen, was auch wieder schon ausgebrochen ist. Was ich bei diesen Jungtieren nie verstehen werde, die passen durch Ecken durch, wo das erwachsene Tier leider nicht durchkommt. Weshalb auch meistens irgendwo die Klingel läutet. Das werdet ihr auf jeden Fall nachher in der Ego-Perspektive sehen. Der wird irgendwo im Hintergrund ganze Zeit nur die Glocke läuten. So, aber vorab muss ich nochmal erwähnen, dass dieses Speedbuild jetzt vorgezogen wird. Ich bin jetzt schon viel weiter als im jetzigen Stand. Eigentlich wäre jetzt das Vola oder allgemein dieser Garten-Speedbuild rangekommen. Aber wie gesagt, ich habe mich dazu umentschieden, da ja heute das neue DLC herausgekommen ist, wollte ich einfach mal gleich das neue Tier nutzen. Weshalb ich jetzt das Tropenhaus hier vorziehe, weil wenn ihr nach einer Ego-Perspektive hier die Umgebung begutachtet, werdet ihr wahrscheinlich das ein oder andere Teil sehen, was ich da noch hinzugefügt habe. Das bedeutet ein riesen Gehege noch und allgemein die Landschaft noch ein bisschen gestaltet. Das wäre eigentlich jetzt reingekommen, aber wie gesagt, das Tier hatte aus meiner Sicht Vorrang, aber die anderen Speedbuild-Videos werdet ihr definitiv auch noch sehen. Also da müsst ihr auf jeden Fall Geduld haben, die werdet ihr auf jeden Fall zu Gesicht bekommen. Aber damit ist wenigstens das Tropenhaus für mich erst einmal komplett abgeschlossen. Also da muss vielleicht noch die eine oder andere Änderung hinzugefügt werden, also Verbesserung meine ich damit. Hier vielleicht ein paar Pflanzen, hier noch ein paar extra Teile. Weil jetzt hat der, seit diesem neuen Update gibt es ja auch diese neuen Bildschirme, wo man auch Videos abspielen kann. Und man kann diese Bildschirme ja auch mit diesen Gehegen wirklich verbinden. Das werde ich auf jeden Fall alles offscreen nach und nach bearbeiten und hinzufügen, weil das würde eine Menge Zeit kosten. So wie auch die Wasserveränderungen, die sind natürlich auch neu. Die habe ich auf jeden Fall schon mal bei den Krokodilen und bei den Robben, einschließlich auch den Pinguinen, angewendet, dass man definitiv durch das Glas die Tiere und allgemein auch die Landschaft unter Wasser besser begutachten kann.
So, aber wie gesagt, nicht wundern. Ich bin auf jeden Fall schon sehr weit im Vorlauf. Wie gesagt, ich habe schon weitere Speedbuild-Videos fertig. Zwei zumindest. Die werde ich, ich könnte es jetzt zum Beispiel zum Morgen hochladen, werde ich aber leider nicht tun, weil aus meiner Sicht wäre das dann einfach ein bisschen zu viel Content und es wäre aus allgemein auch aus meiner Sicht ein bisschen dann zu überlaufen an Videos, weil die meisten wollen ja auch keine drei Speedbuild-Videos von einem YouTuber nach und nach angucken. Nein, nein, nein. Ich möchte das auf jeden Fall nach und nach herausbringen, weil wenn ich jetzt alles schnell, schnell mache, fehlt mir wieder mein oder meine Videos oder allgemein. Da muss ich wieder übel schnell hinterherkommen und das will ich einfach nicht. Und so habe ich auf jeden Fall einen schönen Vorlauf und ich finde das so einfach besser. So, im restlichen Speedbuild-Video werde ich auf jeden Fall nur jetzt das Außengelände, oder was, ja, das, den Außenbereich fertigstellen. Der Innenbereich ist definitiv soweit fertig, nur fehlt noch ein bisschen außen. Da kommt auf jeden Fall noch ein kleiner Unterstand für die Besucher hinzu, damit die etwas mehr die Tiere begutachten können, also so eine kleine Anhöhe. Ansonsten wird hier alles nur noch mit Steinen und Pflanzen bedeckt und die ganzen Einzelteile, also die Extras, die Bildschirme und keine Ahnung, was da noch alles zukommt, die habe ich auf jeden Fall offscreen erledigt und allgemein noch eine leichte Verbesserung. Aber ja, ich sage jetzt einfach mal, ich glaube jetzt, ich müsste jetzt lügen, 3 Minuten würde das Speedbuild jetzt glaube ich noch gehen, 3, vielleicht noch 4 Minuten. Aber ich verabschiede mich jetzt erst einmal und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder im Tropenhaus in der Ego-Perspektive. Bis dahin sage ich einfach mal, bis gleich.
So, Freunde, da bin ich wieder. Kurz vorab, mir ist hier irgendwas gerade dermaßen aufgefallen. Und das heißt, seit diesem Patch gibt es hier nicht mehr der Schnellmodus, also der langsame Modus hier. Der ist schon automatisch drin. Also wenn ich jetzt schneller laufen will, muss ich schon die Shift-Taste drücken. Und dann sprinte ich vor. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine kleine Änderung. Finde ich gar nicht so schlecht. Weil so lässt man sich definitiv sehr viel Zeit, um allgemein Zoos und andere Sachen zu begutachten, würde ich jetzt mal sagen. So, aber genug geredet, wir starten los. Und zwar, eigentlich wäre dieser Part, ich habe es ja im Speedbuild schon erwähnt, würde jetzt viel, viel, viel später kommen. Aber da heute das neue DLC rausgekommen ist, habe ich mir überlegt, ich ziehe das den anderen Speedbuild-Videos auf jeden Fall vor. Also nicht, wo wir da hinten schon ein paar Sachen stehen, die werdet ihr ja definitiv schon noch mitbekommen, wie, wo, was ich da errichtet habe. Aber jetzt dreht sich natürlich alles hier um den Hirscheber. Natürlich heißt der Barisaba oder so, keine Ahnung. Aber ich nenne den lieber Hirscheber, weil der kommt aus dem, oder der Name kommt aus meiner Sicht einfach besser rüber. So. In den letzten paar Videos habe ich ja erwähnt, dass ich hier oben definitiv noch eine Stelle frei habe. Wenn es jetzt in einem der Videos vorkommt, wo ich noch nicht veröffentlicht habe, dann tut es mir leid, das wird auf jeden Fall noch vorkommen, aber da habe ich definitiv schon erwähnt, dass ich hier diese kahle Stelle noch offen habe und dort eigentlich vorhatte, das chinesische Schuppentier bzw. ein Zwergflusspferd oder das Schabrackentapir von dem neuen DLC hinzuzufügen. Ich habe mich dann einfach umgeändert und diesen Barisaba, keine Ahnung, diesen Hirscheber dort hinein zu platzieren. So, das ist definitiv die letzte Stelle, die hier offen war, in diesem Tropenhaus. Die habe ich jetzt hier stark, oder allgemein hier, auf jeden Fall hier die kahle Ecke, die hier noch offen war, jetzt ausgearbeitet. Die Tiere haben definitiv ein Innen- und Außengehege. Und das schauen wir uns natürlich an. Hier ist das Einzige, was mir jetzt noch auffällt, was ich hier nacharbeiten könnte, wäre noch ein bisschen Bepflanzung, weil hier sehe ich nämlich gerade, habe ich nämlich nichts gemacht. Das muss ich definitiv noch nacharbeiten. Und wie ihr also auf jeden Fall sehen könnt, haben die im Innenbereich schon relativ viel Platz. Ein großes Planschbecken definitiv. Hier ein Wasserfall. Der Teichverlauf, der geht auch nach außen. Das gucken wir uns definitiv gleich mal an. Da habe ich nämlich was Sinnvolles bebaut. Und das gucken wir uns gleich an. Aber wir gucken noch einmal hier oben. Denn von hier aus hat man noch einen Blick von oben drauf. Also falls man von dort hinten nicht viel sehen kann. Und dann, wie bei den anderen allgemein, kann man auch von der anderen Seite in das andere Gehege gucken. Und von hier aus sieht man definitiv diese großen Leistenkrokodile. Weil von dort aus kann man dieses Gehege hier auch sehen. Und von der anderen Seite das Schildkrötengehege. So wie dort bei diesem Unterstand von den Kalmaren und den Nilwaranen. So, ich laufe jetzt schnell mal zurück, denn wir müssen einmal komplett außenrum an dem Ottergehege vorbei, das ist jetzt rechts. Das seht ihr erst im nächsten Speedbuild, das hätte ich eigentlich jetzt veröffentlicht, so wie das hier auch. Das müsst ihr ignorieren, weil ich wollte es auf jeden Fall vorziehen, weil das neue DLC ist und ich denke mal, das interessiert die meisten Leute mehr als das oder den alten Content. So, ab hier beginnt natürlich das Gehege. Hier ist das Wasser oder der Wasserverlauf von der anderen Seite. Der ist definitiv verbunden und von dem Wasserfall platscht das ja auf den Boden und dann würde das hier ein bisschen komisch aussehen. Weshalb ich hier dann so eine, keine Ahnung, wie man das nennt, eine Öffnung, wo das Wasser einfach hindurchfließt und dann sieht es definitiv ein bisschen besser aus. So. Von hier aus sieht man sogar schon das Schweinchen, wie es hier ein bisschen rumspielt. Und da kommt natürlich das Männchen heraus. So, ich habe aber auf jeden Fall mir überlegt, weil es sieht ein bisschen blöd aus, wenn hier einfach nur so ein Loch ist. Dann habe ich mir einfach so sporadisch einfach improvisiert und so eine Art Schiebetor installiert. Natürlich funktioniert das nicht, das ist klar. Das ist ja einfach nur optisch, damit es nicht einfach nur ein viereckiger Kasten ist, wo die rein und raus laufen. So, da läuft gerade ein Mitarbeiter und füttert die. Von hier aus hat man nochmal einen. Ist irgendwas ausgebrochen? Keine Ahnung, was es ist.
Egal. Hier nochmal dasselbe mit dem Tor. Und wie ihr das auf jeden Fall sehen könnt, sehr stark bepflanzt, wie ich es eigentlich immer so mache. Und dann hat man noch die Chance, hier hochzugehen. Und von hier aus kann man auch nochmal auf das Gehege begutachten. Von hier aus geht natürlich auch noch was. Eventuell werde ich hier nochmal ein Gehege machen. Ich weiß nicht, was es wird. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ja, mal schauen, was die Zeit sich so ergibt. So, ich gehe mal kurz nach oben. Das war auf jeden Fall die kahle Stelle, die ich gemeint habe. Hier ist das Ottergehege, Leistenkrokodil und Kalmargehege. Und dann hat man hier quasi auch noch viel Platz, herumzulaufen und die Tiere zu begutachten, wenn sie natürlich im Innenbereich sind. So, das Einzige, was mir hier jetzt noch auffällt, ist, dass es hier oben hier mir nicht gefällt. Hier einfach nur Backstein und keine Ahnung. Da muss ich mir überlegen, was ich hier ändere. Das sieht mir noch nicht so toll aus, beziehungsweise muss ich da noch ein bisschen rumwerkeln. So, hier der Außenbereich von oben. Warum ist es hier ausgebrochen? Ich habe wahrscheinlich so gerade so eine Idee an, was es liegen könnte, weil die Jungtiere, also die Erwachsenen kommen nie raus, wo ich was baue, aber die Jungtiere, die können hier überall durchflutschen. Und das finde ich richtig blöd. Aber was wir machen. Aber ansonsten, grob und ganzen, ist die Lücke vom Tropenhaus jetzt gefüllt und dieses Gebäude ist damit komplett abgeschlossen. Natürlich ist es ein bisschen noch kahl hier an der Wand. Da muss ich mir überlegen, wie ich das hier ein bisschen besser verziere, weil von vorne sieht das schon ein bisschen besser aus. Den Namen muss ich ja auch noch ändern ins Tropenhaus, weil hier sind nicht nur Reptilien drin und hier ist auch noch eine Stelle offen, die ich nachbessern muss. Also nicht wundern. Bevor der Zoo sowieso veröffentlicht wird, werde ich hier nach und nach Verbesserungen noch durchführen und mal gucken, was ich hier alles noch hinzufügen kann. Beziehungsweise jetzt allgemein, da das Update ja rausgekommen ist, vor allem was das Wasser betrifft. Ich muss es euch mal kurz zeigen. Und zwar hier. Das Wasser habe ich jetzt schon mal hier transparent gestaltet. Also hat man hier definitiv schon mal einen besseren Blick in das Unterwassergebiet der Tiere. Natürlich hier zum Beispiel ist es jetzt ein bisschen blöde. Hier sieht man jetzt nicht viel, weil die Sonne hier ein bisschen reinscheint. Mal gucken, wie ich das so mache. Ja, ihr seht es, hier blendet die ganze Zeit die Sonne, aber wenn man das halt ein bisschen rüber macht, erkennt man hier schon ein bisschen mehr. Wenigstens besser, weil davor war das einfach zu schwammig und, keine Ahnung, milchig. Da hat man nicht viel gesehen, weshalb ich das einfach so besser fand. Weshalb ich die jetzt über auch so geändert habe. Vor allem, jetzt muss ich euch noch das zeigen. Hier. Das Gehege war sehr, also das Wasser hier war so richtig milchig und jetzt habe ich es ein bisschen transparenter gestaltet, um zu gucken, wie das aussieht. Und jetzt ist es ein bisschen, also von hier oben sieht es doof aus. Wenn ich das jetzt so mache, sieht es von oben besser aus, aber von unten sieht es ja ein bisschen blöd wieder. So erkennt man wieder viel, sieht auch besser aus, aber von oben wieder, naja. Aber ich habe es erst einmal so gelassen. Mal gucken, falls es mir nicht gefällt, kann ich es ja immer noch ändern. So, fliege ich mal schnell zurück, ohne die anderen Gebiete zu spoilern. Die werdet ihr definitiv im Laufe der Zeit auch noch erkennen. Aber das war es jetzt wieder von meiner Seite aus. Jetzt seid ihr wieder gefragt, wie hat euch das Speedbuild gefallen? Lasst mir doch einfach mal ein Like da. Ansonsten schenkt dem Kanal doch ein Abo. Es kostet euch nichts und hilft mir sehr. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Euer Idiot. Ciao.